Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator und passend zu einer neuen Folge auch neue Baumaschinen dabei. Und zwar einmal von Vögele einen Schwarzdenkfertiger und da hinten eine wunderschöne Asphaltwalze von Hamm. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding ist auch wesentlich breiter als die Wacker Neuson, die wir bis jetzt haben. Vielleicht müsste man sie nochmal gegeneinander hinstellen, aber wir fackeln nicht lange und legen direkt los. Es wird Asphalt gekauft. Wir fahren in die zu asphaltierende Stelle und starten das Asphaltieren, wenn wir dann jetzt auch richtig drin stehen. Jawohl, wir stehen jetzt richtig drin, wie es auch sein soll. Ziehen vielleicht nochmal ein bisschen weiter rüber. Bisschen drehen und weiter geht's. Und dann wird hier einmal fleißig asphaltiert. Ja, natürlich ist das nicht der Parkplatz, deshalb sehen wir auch keine Prozentanzeige, wie viel wir noch ungefähr müssen. Aber so viel ich weiß, ist das Asphaltieren nicht unbedingt gerade eine sonderlich zeitaufwendige Aufgabe. Also von daher geht das eigentlich noch alles in Ordnung. Und ich denke mal, mit der Walze da hinten ist man auch relativ zügig durch. Also von daher, ich finde schon mal sehr gut. Wir könnten ja Randalleleuchte mal einschalten. Dann weiß man auch, hier wird gearbeitet. Und das wird auch auf jeden Fall das Industriegebiet wahrscheinlich freuen, weil es macht zumindest so den Anschein, dass wir hier noch den einen oder anderen Auftrag wahrscheinlich demnächst bekommen werden. Eventuell hier irgendwas Neues hinzusetzen. So, weiter geht's. Gehen wir schön geradeaus. Und dann gleich eine 180-Grad-Drehung. Natürlich so, wie man es fachmännisch wahrscheinlich gar nicht macht, aber im Spiel sollte es ausreichen. So, einmal drehen. Einmal geradeaus weiter. Und dann noch einmal drehen. Sehr schön, das lief doch schon mal ganz gut. Dann fahren wir hier noch einmal geradeaus. Füllen das gute Stück nochmal. Einfach weil wir es können. Aber das läuft schon mal ganz gut. Also ich bin auf jeden Fall für meinen Teil schon mal sehr zufrieden mit. Und ich denke mal, das Walzen sollte eigentlich relativ zügig gehen. Wenn denn meine Einschätzung tatsächlich richtig ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sogar mit der Walze sogar schnell Reise rüber machen. Einfach nur so ein bisschen aus dem Anlass, einfach nur zu gucken, ob die Hamm auch wirklich tatsächlich größer ist. Dann weiß ich für meinen Teil auf jeden Fall, welche Walze wir wahrscheinlich demnächst für Asphaltaufträge hauptsächlich nutzen werden. Beziehungsweise könnte man ja die Wacker Neuson mal generell mal einlagern, weil das Ding haben wir ja schon seit über 200 Folgen im Einsatz. Das würde mich eigentlich generell mal so spontan interessieren, wann das Ding überhaupt tatsächlich angeht, das gekauft wurde. Das wäre jetzt auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass so Maschinen wie der Schwarzdeckenfertiger, die Asphaltwalzen mit die ersten Maschinen waren. Weil ich mir eigentlich so ein bisschen in den Kopf gesetzt habe, höchstwahrscheinlich anzufangen, hier sehr viel Straßenbau zu machen. Gut. Man konnte relativ zügig die ganze Kampagne durchspielen. Da muss ich sagen, hier so am Spiel so ein bisschen, da hätte ich sogar noch so ein bisschen eine kleine Kritik irgendwie. Also dann mit der Kampagne, da ging mir einfach teilweise wirklich viel zu schnell. Aber da hat mir persönlich zumindest noch irgendwie irgendwas gefehlt gehabt. So ein bisschen als Herausforderung, dass da vor allem für die richtigen Großaufträge da wirklich noch irgendwas Besonderes irgendwie vorlegen musst. Das wäre zumindest schön gewesen. Aber gut, da habe ich nicht viel zu melden. Mal so eine dumme Anfrage. 44%, das heißt, wenn wir hinten angekommen sind, dann sollte das ungefähr passen.
Und ja, ich weiß, den Bordstein asphaltiere ich gerade mit. Aber ich sag mal so, wir können es den Autofahrern ja hier nicht zu gemütlich machen. Klimaschutz und so weiter. So. So langsam sollten wir es gleich geschafft haben. Wir sind zumindest jeden Moment hinten angekommen. Und meckern mir jetzt hier gleich nicht rum wegen 1%. Ah, ich wollte schon sagen. Das hätte es uns Ärger gegeben. So, dann eben kurz, wenn es geht, mal ein kleines Foto machen, weil wir gerade hier so auf asphaltiertem Boden stehen. So, dann machen wir uns mal eben vom Acker. Und schnappen uns die wunderschöne Walze. Natürlich Ladescreen, weil das ist ja ein halber Kilometer entfernt. Geht zum Glück aber relativ fix. Das Ding ist doch auf alle Fälle größer. Da kann man mir doch nichts anderes erzählen. Das hat er gefühlt fast die doppelte Breite. Oder macht das wirklich einfach nur dieses etwas bulligere Aussehen? Das kann es vielleicht auch sein. Dass das Ding einfach nur wesentlich bulliger aussieht. Wir werden es aber wahrscheinlich in Erfahrung bringen. Spätestens nächste Folge. Im besten Falle vielleicht sogar noch diese. Müssen da mal abwarten. Mal abwarten und mal schauen. Und natürlich hier gucken, wie pingelig das Spiel ist. Nutzen. Er sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich muss generell fragen, ob da eventuell auch noch irgendwie so ein kleiner Wanderweg auf Dauer noch entsteht. Das würde mich persönlich interessieren. Also die Indizien dort mit den Randsteinen, die deuten zumindest schon mal darauf hin, aber ich kann mich auch irren. Das wäre auch nicht das erste Mal. Aber wirklich, ansonsten läuft das wirklich ganz gut. Also, die haben gefällt mir. Keine Ahnung, ob die tatsächlich wirklich mehr kann wie die kleine Wacker Neuson, aber irgendwie gefällt sie mir. Jetzt müsste eigentlich der Boden ja besonders schön asphaltiert sein oder besonders fest sein und stabil. Wir haben ja ein paar Tonnen, glaube ich, mehr. Wenn ich jetzt überlege, die Wacker Neuson vielleicht 2-3 Tonnen. Die wird wahrscheinlich schon ihre 5 Tonnen haben. Jetzt mal nur geschätzt. Wahrscheinlich sind das bei beiden noch wesentlich mehr, aber das wäre jetzt so zumindest meine persönliche Einschätzung. 2 Tonnen gegen 5 Tonnen. Also in Sachen Verdichtung sollte die ja auf alle Fälle wesentlich besser sein. Gut, ich glaube, die da hinten ist noch besser, aber mit der kannst du ja keinen Asphalt walzen. Also zumindest nicht hier im Spiel und in der Wirklichkeit, keine Ahnung. Das weiß ich so aus dem Kopf nicht. In der Theorie würde ich sagen, das kann so durchaus vielleicht klappen. In der Praxis ist es wahrscheinlich nicht ganz so optimal geeignet. So, und 7 Achievement, 500 Kilometer gefahren. Also das ist, ja, das hat schon was. Und natürlich aufmerksam machen, wir sind hier am Arbeiten. So. Dann hier einmal rum. Also Stand jetzt würde ich sogar sagen, wir könnten es sogar tatsächlich diese Folge sogar noch geschafft kriegen, das hier alles zu walzen. Und bei der anderen Baustelle den Asphalt auftragen wahrscheinlich nicht mehr, aber zumindest
hier auf jeden Fall den Auftrag hinter uns zu bringen. Muss allerdings jeweils natürlich in eins durchlaufen. Aber sollte nicht das größte Problem sein. Aber wenn ich überlege, was wir hier noch so generell an Baumaschinen einfach stehen haben. Also eigentlich muss ich mal hier alles einfach einmal einlagern und mal gucken, was für Baumaschinen wir tatsächlich gerade brauchen. Das wäre vielleicht mal nicht verkehrt, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, es sind hier noch so viele Baumaschinen noch unterwegs, von denen ich noch nicht mal mehr weiß, dass wir die überhaupt haben. Gut, das wahrscheinlich sowieso, aber kommt mir so momentan wahrscheinlich ein bisschen vor. Die kleine Ecke würde ich gerne mitnehmen. Dann sieht das wenigstens sauber aus. Als hätte da jemand gearbeitet, der wenigstens Ahnung hat. Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen gelogen, aber ist halt räumen. So. Damit würde ich sagen, knapp zwei Drittel. Ja, wobei, glaube ich, zwei Drittel ist ein bisschen großzügig geschätzt. Knapp über die Hälfte. Aber gut. Bis zur Bauabnahme sollte das noch irgendwie werden. Also ich bin eigentlich wirklich gespannt, was hier sonst noch so für Aufträge irgendwie kommen. Und da kann es eigentlich kaum abwarten. Also das da vorne, da sieht mir hier so ein bisschen aus. Also soll hier ein bisschen gepflastert werden. Also würde da hier der Gehweg einfach ein bisschen erweitert werden nach da hinten hin. So im Stile von Verbindungsweg. Wenn da drüben tatsächlich sogar noch eine richtige Straße entstehen könnte. Betonung liegt auf könnte. Ach ja, ist das nicht schön? Fleißig bei der Arbeit. Und nur so als dumme Anfrage. 91%. Also irgendwo auf dem Rückweg sollte denn wir auf alle Fälle dann fertig sein. Also Bauabnahme und dann eventuell noch eben der Maschinenvergleich. Also das wäre auf jeden Fall schon mal noch so mein Ziel, was ich hier mir jetzt hier vornehmen würde. Siehst auch gleich schon kommen, dass wir elendig weit dackeln dürfen hier mit der Walze oder zu Fuß, wie auch immer. Ich kenne da mein Glück. Also so langsam sollten wir es auch mal haben. Gut, dann machen wir es mal eben anders. Auch ebenso. Einmal ein kleines Bildchen machen. Weil was können. Das Ding muss man ja schließlich auch in Aktion zeigen. Irgendwo hat es geknallt. So, wo müssten wir jetzt eigentlich überhaupt tatsächlich hin? Wir fahren mal nach da hinten hin. Normalerweise stehen die Leute immer an der Baustelleneinfahrt. Da stellen sie sich immer quer hin. Oder wie sieht mir das hier gleich aus? Wir sind hier schon mal raus aus der Zone. Steigen einmal aus. Und sprechen mit der Vorarbeiterin.
Sehr schön, eine wunderschön asphaltierte Straße. Und dann würde ich gerne mal wenigstens eben den Vergleich machen. Ich werde es mal so als kleinen Bonus für die Folge. Einfach nur so den kleinen Vergleich zwischen den beiden Walzen. Und vor allem, weil mich das jetzt gerade interessiert. So, wir sind gleich angekommen. Ich spüre es. Sehr schön. Da hinten ist die Walze. Dann fahren wir da mal eben kurz hin. Wenn ich jetzt auch mal ganz ehrlich bin, ich glaube, wir werden mit Damen, denke ich mal, walzen. Hier das gute Stück. Sollte die zufällig tatsächlich größer sein. So, einmal kleiner Vergleich. So, wir müssen jetzt ganz genau hingucken. Also, von der Seite guckt schon mal rüber. Die Seite guckt auch ein bisschen rüber. Jawohl, die Hamm ist ein ganz kleines bisschen größer. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Hamm nehmen. Dann werden wir dich einfach mal einlagern, kleine Wacker. Und dann würde ich auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.